Das, was Sie jetzt hören, das ist einfach Schaufensterpolitik. Das, was man nach außen sagt, tatsächlich setzt man nicht um. Wenn Herr Seehofer tatsächlich jetzt einen Masterplan hat, dann frage ich mich natürlich, warum er den für Bayern nicht umgesetzt hat, als er noch Ministerpräsident war. Was im Moment passiert, sind viele schöne Worte. Allein ich glaube diese schönen Worte nicht, weil ich auch nicht glaube, dass das umgesetzt wird. Das heißt, Sie sagen, was auf dem Papier steht, da hat die AfD gar nicht viele Ergänzungen, sondern Sie glauben nur schlicht nicht daran, dass das umgesetzt wird. Nein, ich denke, wir müssen zunächst mal dafür sorgen, dass wir nur noch Menschen in dieses Land lassen, die sich auch tatsächlich ausweisen können, von denen wir wissen, wo sie herkommen und von denen wir wissen, was ihr Hintergrund ist. Ja, indem wir Ausweispapiere fordern. Nee, so einfach ist das so, indem sie beispielsweise Grenzkontrollen wieder einführen. Wir haben über, viele hundert Jahre, Herr Schneider, aber so alt sind Sie auch noch nicht. Und Geschichte ist offensichtlich auch nicht ihr Ding. Wir haben über viele hundert Jahre haben wir unsere Grenzen geschützt. Die DDR, wo Sie herkommen, hat übrigens ihre Grenzen sehr gut geschützt, wollte ich Ihnen nur sagen. Wir haben unsere Grenzen geschützt. Eine Mauer. Es funktioniert. Sie hätten also gern wieder eine Mauer. Grenzkontrollen mit Selbstschussanlagen. Man braucht nur Grenzen. Ist das Ihre Alternative? Sie sind einfach nur unerträglich, nee. Herr Schneider. Als ehemaliger Bürger der DDR sage ich Ihnen das genau, dass ich das nicht will. Ich will das? Ja, das haben Sie eben gesagt. Ich habe auf der westlichen Seite gestanden und habe das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer verteidigt. Ja. Lieber Herr Schneider, ja? Ganz im Gegensatz zu Ihnen, ja, der mit 22 ins Parlament gegangen ist, noch niemals irgendwo ehrlich jetzt Geld verdient hat. Ja, will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wie wollen Sie denn für den Arbeitnehmer auf der Straße sprechen? Sie sind mit 22 ins Parlament, haben 14.000 Euro im Monat verdient. Ja. Jetzt verdienen Sie wahrscheinlich 20.000 als parlamentarischer Geschäftsführer, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja. Sie wissen doch gar nicht, welche Sorgen der normale Bürger hat. Und genau das werfe ich Ihnen vor. Sie reden hier wie der Blinde von der Farbe. Ja, es ist tatsächlich so. Und nehmen einfach die Besorgnisse der Bevölkerung überhaupt nicht auf. Nö. Die Bevölkerung hat ganz andere Probleme als Sie. Lassen Sie kurz nach diesen ganzen Vorwürfen. Wie hoch ist Ihre Pension eigentlich? Dafür habe ich 41 Jahre gearbeitet. Beim Staat, richtig? Ich habe mich dafür entschieden, Soldat zu werden und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen. Und zwar auf der westlichen Seite, Herr Schneider. Was haben Sie für diesen Staat getan? Sie waren Zivildienstleister. Gut, das will ich sagen, okay, das ist auch in Ordnung. Ja, und dann sind Sie mit 22 Jahren ins Parlament. Haben nie was anderes gesehen als Bonn und dann Berlin. Wahrscheinlich haben Sie auch noch einen verklärten Blick auf die nationale Volksarmee. Ich kann Sie doch gar nicht ernst nehmen. Ja, dann frage ich mich, warum Sie heute hier zugesagt haben, Herr Pastiaski. Weil ich nicht geglaubt habe, dass Sie so ausfallend werden. Oh. Ja. Also machen Sie auf. Ausfallend war Ihre Äußerung, das sage ich Ihnen als ehemaliger Bürger der DDR. Dass die Mauer, die die DDR gebaut hat, Ich habe gesagt, man kann die Grenze schützen. Reden Sie kein Unsinn. Unterstellen Sie mir nicht, dass ich nicht gesagt habe. Das ist typisch SPD. Das ist typisch SPD-Politik. Bevor das Ganze weiter eskaliert, es gab nichts Endlich war die Maske mal. Es gibt ja, ach, Sie reden doch aus. So einen großen Unsinn. Wissen Sie, unabhängig von Ihrer Diskussion untereinander muss ich nachfragen zu dem Punkt, zu den Grenzen der DDR, die gut geschützt wurden, was Sie eben gesagt haben. Wie meinen Sie das im Vergleich zu unseren Grenzen heute? Sie wissen, wie das wirkt, wie man so eine Aussage wahrnimmt, woran die Menschen sich erinnern und denken, wenn man hört DDR-Grenze, die geschützt wurde. Wie meinen Sie das im Vergleich zu der heutigen Grenze? Wir haben doch früher in der Bundesrepublik unsere Grenzen auch geschützt. Es gab einen Bundesgrenzschutz, da gab es eine Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Mittlerweile sagen wir, toll, dass das alles weg ist. Wir stellen fest, dass das nicht mehr so toll ist, dass die Grenzen nicht mehr gesichert werden. Weil wir haben jetzt eine Massenmigration nach Deutschland. Es wird nicht kontrolliert. Hier kommen Leute nach Deutschland, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen. Wir wissen nicht,
was sie im Sinn haben, sind es Terroristen und so weiter und so fort. Das heißt, wofür wir einstehen, ist eigentlich, wir möchten, dass unsere Grenzen wieder demokratisch ganz normal kontrolliert werden. Was hat das mit der DDR-Grenze zu tun, bei der wir an die Mauer denken? Dass die DDR ihre Grenze ganz extrem geschützt hat, ja, und zwar in einer Art und Weise, die ich sag mal, menschenverachtend war. Natürlich, menschenverachtend war das früher. Aber Sie haben es eben als... Nein, so habe ich das, wenn das so rübergekommen ist, habe ich das nicht so gemeint, weil ich will auch sehr deutlich sagen, wissen Sie, ich habe 41 Jahre lang für das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes eingestanden. Ich habe einen Eid geleistet auf dieses Volk, ja, und diesen Eid, den sehe ich heute immer noch als ganz, ganz wesentlich, auch als Politiker, habe ich einen Eid bzw. eine Verpflichtung diesem Volk gegenüber und das will ich wahrnehmen. Sehen Sie, und da gibt es einen großen Unterschied, um auf den Punkt Mauer zurückzukommen, wenn Sie die Grenze, deswegen habe ich auch nicht ohne Grund gefragt, wie Sie die Grenze schützen wollen. Ich möchte, dass wir die Außengrenzen der Europäischen Union schützen. Dass dadurch klar wird... Schaffen wir doch nicht. Gut, dann sagen Sie mir doch mal, wie Sie es in Deutschland schaffen wollen. Dann müssen Sie in der Konsequenz bereit sein, eine Mauer um die Bundesrepublik Deutschland zu bauen. Nein, sonst kriegen Sie das nicht hin. Nein, Sie werden sicher immer, bekommen Sie das sonst Sie, nicht Sie hin. Können beispielsweise auch grüne Grenzen Ich will ja nur die Alternativen aufzeigen. Sie können auch grüne Grenzen überwachen. Und zwar durch technische Mittel können Sie die beispielsweise überwachen. Mhm. Es geht ja darum, dass wir tatsächlich eine Kontrolle haben. Deswegen will der Trump auch eine Mauer bauen in Mexiko, weil er das so gut hinkriegt. Wer in dieses Land kommt, wir wollen doch eine Kontrolle haben. Wir möchten doch keine Terroristen hier haben. Das will doch keiner. Ja, eben. Und deshalb müssen wir, Sie wissen, dass wir mittlerweile 730 Gefährder in Deutschland haben, oder? Das wissen Sie. Das weiß ich sehr genau. Wir haben über 10.000 Salafisten in Deutschland. Das sind potenzielle Terroristen. Die brauchen nur radikalisiert zu werden. Und es sind auch viele Deutsche, und schon übrigens, haben wir die nach Syrien gegangen sind. Ein riesengroßes Problem. Ja. Haben wir ein riesengroßes Problem. Absolut. So. Und dieses Problem möchte ich doch lösen. Ja, ich möchte erst mal wissen, wer nach Deutschland kommt. Also sind viele Deutsche dabei, das wissen Sie, ne? Ich möchte auch beispielsweise die Zuwanderung kontrollieren. Ich möchte doch keine unkontrollierte Zuwanderung haben. Ich möchte doch nicht jeden hier in das Land lassen, der nur sagt, doch, das machen wir doch aber im Moment. Natürlich tun wir das im Moment.